Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir möchten ausdrücklich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf Swisscom TV begrüßen. Dort kann man ja Schaffhauser Fernsehen anschauen und schweizweit das ganze Programm auch auf dem Bildschirm anschauen. Sie kommen da sehr viele Reaktionen über auf das, oder? Auf den Bloch? Ja, nein, aber dass man es jetzt auch auf dem Fernsehen der ganzen Schweiz hat. Ah, ja, ich kann, also mit der Stunde schreiben mir Leute, die es gesehen haben im Schaffhauser Fernsehen, aber die wohnen nicht in Schaffhausen, sondern irgendwo in der Schweiz, weil sie es jetzt könnt auf dem Internet schauen. Also am Fernsehen, auf Swisscom, ja. Auf Swisscom können sie es, ich weiß nicht, wie man das rauslässt. Sie haben ja nicht mal im Fernsehen, oder? Nicht zuhause, oder? Aber da kann man es jetzt also auch schauen. Das ist, und das wird auch geschaut, merke ich. Ja, also technische Möglichkeiten machen nicht halt. Jetzt muss ich gleich mal, wir sind ja oben an Herliberg bei Ihnen zuhause. Das ist ja interessant, der Swimmingpool hat man schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, der ist so konzipiert, dass wenn man tiefer geht, dass er direkt in den Zürichsee übergeht. Ja, wenn man da außen alle sitzt auf dem Stuhl und dann schaut man durch den See und dann geht das, also über das Schwimmbad, der flache, ist ja ganz ein flacher Spiegel. Der geht gerade über in Zürichsee. Da haben Sie konzipiert, oder? Ja, meine Frau vor allem. Meine Frau hat ja da die Sache gemacht. Und es ist ja so gemacht, dass man das eben hat. Man war ja da noch ein Bohr, oder? Man musste da rausziehen. Und das hat man ganz genau stimmen. Und das ist also wunderbar, ich muss sagen. Wir sind ja jetzt da seit dem 98. Und das hat sich also wirklich gelohnt, die Investition. Ja. Wie ist das? Swimmingpool benutzen Sie selber viel? Jeden Tag, ja. Jeden Tag, ja? Ja, Stimmmarken am 5 schwimme ich da 500 Meter, ja. Und wie viel? Das sind, das Bad ist 21 Meter, 5,5. Also, wenn man ein 8 schwimmt, oder? Das 10 Mal, dann gibt das 500 Meter. Also, haben wir und dann noch ein bisschen Rückenschwimmen und Wasserübungen, das mache ich gerne. Und im Winter ist ja das ist das leer. Dann gehe ich dann laufen, meine 6 Kilometer. Das ist mein Morgenvergnügen und das ist ein schönes. Und nachher kommt der Mozart, über das haben wir ja schon gehört. Ja, natürlich. Das ist immer noch das Gleiche wie früher. Ich fange den Tag mit dem Feierabend an. Ja. Also, noch ein anderes Thema als das letzte Mal, Sandy, wo viele Reaktionen gab. Sie haben ja mal ein bisschen erzählt, warum das Emsen so erfolgreich ist. Und Sie haben gesagt, eben ein Unternehmer können Sie nicht nur immer Erfolg haben, sondern eben auch Sie Konkurs gehen. Ja. Haben Sie eigentlich in Ihrem Leben, Sie sind ja eigentlich sehr vom Erfolg verwöhnt worden, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, haben Sie einmal so Situationen gegeben, wo es ganz knapp war? Ja, natürlich. Vor allem am Anfang, als ich die Firma übernommen habe. Oder? Praktisch ohne Geld. Die Firma war am Boden. Und da hat man sehr Angst gehabt, das können Sie nicht. Und auch zwischendrin gibt es immer in einer Firma wieder Krise. Denken Sie an die Finanzkrise und so. Da hat man als Unternehmer, das haben jetzt meine Kinder die Angst, oder? Hoffentlich geht man da nicht unter. Und das ist eben die Stärke vom ein Unternehmer, das Wort ist auch sehr abgeroschen. Jeder sagt heute, er sei Unternehmer. Das ist einer, der die Firma gehört und der sie selber führt. Und der mit dem ganzen Leib, Vermögen, Eigentum mit dem verbunden ist. Und wenn es untergeht, geht er praktisch auch unter. Und das muss auch so sein. Man meint immer, der Unternehmer sei einer, der eine Firma hat, und der kann er den Gewinn behalten. In der Firma kann er, wird er reich, oder? Gut, der Unternehmer ist ja reich, weil wenn er arm ist, ist ja das Unternehmen nichts wert. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo, wenn er es nicht recht macht oder wenn etwas passiert, das Unternehmen untergeht. Und da muss der Unternehmer immer aufpassen, was mache ich, dass ich nie untergehe. Die Todesangst vom Unternehmen muss er auch haben. Das sind die beiden Triebfedern. Und das ist das Problem bei denen, die wir ja schon besprochen haben. Too big to fail, wenn etwas so gross ist, dass es nicht kann also untergehen kann. Ja. Und der Staat nachher hilft. Also bei den Grossbanken weltweit fehlen natürlich die Triebfeder und dann gehen natürlich die Verantwortlichen auch zu hohen Risiken ein. Mhm. Weil sie gehen nicht zu Grund und sie sind ja dann auch nicht Eigentümer, sie sind die angestellten Manager und sie verlieren ihre Post und alles, das schon auch. Sie passen schon auf, aber es ist nicht gleich wie ein Unternehmer. Und wir sollten viel mehr Unternehmer haben. Leute, die investieren, das Risiko tragen und da hat dann niemand etwas dagegen, wenn die reich werden oder reich sind. Also da die üblichen Nieder und so. Aber
Weil das ist eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Und wenn ich jetzt Ems anschaue, oder? Das ist ja noch ein besonders exponiertes Unternehmen hier im Kanton Graubünden. Das ist ja nicht gerade ein wirtschaftsfreundlicher Standort. Das ist nicht eine Industrielandschaft. Da ist es nicht gleich, wenn da die Firma von den sozialen Folgen, das ist Ems das drittgrösste Dorf. Wenn man denkt, wenn die Firma zu Grund geht, würde es natürlich mitreissen, oder? Jetzt gehen wir nochmal auf 1983 zurück. Also, das ist ja ganz schwierige Situation, eine heikle Situation auch in Ihrem Leben. Der Chef der Ems ist überraschend gestorben, der Dr. Ja, Oswald. Ja. Sie waren sein Stellvertreter, oder? Ja, ich bin bei ihm und er hatte 5 Kinder und ich habe versucht, die beiden ältesten Söhne. Aber jetzt nochmal ganz kurz, wie ist das gegangen? Er ist völlig überraschend gestorben. Ja, er ist an einer Sitzung, bei einer Besprechung, bei der Bankgesellschaft. Sitzung war vom Stuhl gefahren und tot. Da sind Sie dabei gewesen, oder? Nein, ich war nicht dabei gewesen. Ich war hier nicht da und ich war im Ausland und bin dann natürlich heimgekommen. Und dann, die beiden ältesten Söhne sind dann, einer war schon im Unternehmen gewesen, und der andere ist dann ins Unternehmen gekommen. Er ist dann, neben mir, ist er Generalsekretär gewesen und Ziel wäre eigentlich gewesen, dass man die, dass die jetzt sich in die Firma arbeiten und dann es übernehmen. Aber die haben das nicht wollen. Das ist nichts Negatives. Ich meine, es muss ja nicht jeder ein Unternehmer sein, das nicht wollen. Und es ist sehr schlecht gegangen. Wir haben auch keine Dividenden können auszahlen. Das ist für die Familie natürlich. Die müssen Vermögensteuer zahlen, aber keine Dividenden bekommen. Das war eben bei der Umstellung, die wir gemacht haben, Anfang der 80er Jahre, von der Synthesefaser auf neue Produkte, weil man gemerkt hat, die Synthesefaser laufen nicht gut und die neuen Produkte sind noch nicht da. Und ich habe ja dann das Unternehmen übernommen, eigentlich nur, weil es niemand anders übernommen hat. Es gibt ja dort immer ein bisschen die Kritik an Person, ja, ja, wo man immer sagt, Sie haben ja gewusst, dass es nachher so gut läuft. Ja, ja, natürlich. Schauen Sie, als ich es übernommen habe, habe ich gesagt, Vorwürfe habe ich einen Weg. Wenn es schlecht geht und verheilt, sagt man, da sieht man den grossen Kotzenkeib. Eine Firma übernehmen mit so viel Schulden und nachher noch neben rausführen. Oder die zweite ist, wenn es gut geht, kommt der Vorwurf, der Keib hat es genau gewusst. Aber dann haben Sie gehabt, dass die Vorwürfe kommen. Und ich habe immer gehofft auf den zweiten Vorwurf und der ist dann auch gekommen, glücklicherweise. Mm-hmm. Aber Sie haben Funktion gehabt, also, dass Sie das, einen Käufer haben. Es war einfach, gewesen, wir haben einen Käufer gehabt, ja. Einfach eine Firma General Electric. Ja, der Jack Welch ist das, glaube ich. Jawohl, ja, der ist ja gerade angefangen. Und die haben gesagt, wir übernehmen die Firma, wir entlönen sofort die Hälfte der Leute. Wir machen gerade Synthesefasern zu. Und ich habe natürlich gemerkt, die reizt die Erfindungen, die neuen, wo, also wir, noch nicht, und alles, wo ja, wir noch nicht drin waren, sind, oder? Und dann habe ich denen gesagt, das kann man doch nicht jetzt eine Firma verkaufen, wo wir da oben die Hälfte sind. Also, wie über 2000 Leute sind da 1000 Leute, die man da Familienväter auf die Straße stellt. Und dann haben die gesagt, los, wenn du jemanden findest, der es zum gleichen Preis übernimmt, der es behaltet, also nicht gerade abstellt, dann sind wir bereit. 3 Wochen haben wir noch Zeit da, oder? Haben wir Bedenkzeit. Und ich habe dann niemanden gefunden. Und dann eigentlich die Bank ist dann auf die Idee gekommen, kaufen Zeiss. Und ich sagte, ja, dann müssen wir aber Kredit geben. Das war der SBG, der Dr. Holzach. Ja. Ja. Der hat gesagt, sie vertrauen mir. Aber mir hat keine Bank etwas geschenkt. Mhm. 7% war dann der Zins, den ich so aufnehmen musste. Und allerdings 2 Jahre lang den Zins. Und ich sagte, kann ich jetzt nicht zahlen, weil ich das läuft noch nicht in dem ersten Jahr. Und habe alles zurückgezahlt. Also da ist, an mir hat noch nie eine Bank Geld verloren. Und das war eben dann die grosse Zeit gewesen. Und jetzt, mein Eltern wird eine schöne Geschichte, nämlich zu sagen, warum ist das gelungen. Ich habe anfangs 80er Jahre, China war da noch nicht offen gewesen, also 79 war es ungefähr gewesen, habe ich gedacht, wir können doch da nicht in Europa Fasern produzieren für Textilien, die in Asien gemacht werden. Und wir noch besonders hier am Oberrhein oben. Dann habe ich eingeladen in die Schweiz, auf Schloss Rezüns, die obersten Chefs der europäisch führenden
Synthesefaserindustrie. Höchst. Das ist eine wunderbare Faser, Trevira. Das ist eine riesige Chemiefirma, so wie BASF und Bayer. Und dann Emmenbrück, Viskose Emmenbrücke, das war Emmenbrück und Wittnau im St. Galler Rheintal, auch eine gute Faser. Dann Rompoulant, Frankreich, wo er nachher eine Viskose dann übernommen hat. Und die Italiener, der RTL. Und dann, das hätte man hier noch dürfen, unter Konkurrenten reden. Was machen wir? Das können wir heute nicht mehr wegen dem Kartell. Das wäre heute wahrscheinlich verboten. Und auch der in der EU war hier schon froh gewesen, dass sie in die Schweiz und in den Schlossrätsel besprechen können. Wir haben aber nichts Schlimmes besprochen. Ich habe einfach gesagt, hört, was machen wir eigentlich in der Zukunft? Wir können doch nicht in Europa Fasern produzieren, jetzt die ganze Textilindustrie in Asien. Nehmt mich einfach wunder, wenn ihr das seht. Da höre ich heute noch, der von der höchsten deutschen Bäumiger, also wirklich ein Bäumiger Unternehmer, also ein Manager, der hat gesagt, ja, Blocher, das ist kein Problem. Wir mit unserer Trevira-Faser werden die ganze Welt abdecken mit Faseranlagen, wo auch immer die Hemden gemacht werden. Das ist unsere Stellung, wir sind einer der Stärksten und so weiter. Also heute Deutschland, morgen die ganze Welt. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass ihr das könnt, aber wir haben das Geld nicht für das. Aber ihr, ja, gut. Ist ihr denn der Machtleiter gewesen? Wird höchst, ein wird, ja, ja. Ich bin natürlich klein geworden, oder? Wenn das einer sagt, und du sagst, ja, das ist die Zukunft. Der, der den Viskos weiss, der hat gesagt, ja, wir haben eine besondere Phase, Viskose. Ja? Und das braucht es immer in Europa. Das wird nie eine grosse Rolle spielen an anderen Orten. Und ich habe gedacht, Kopf, mal, der hat dann auf dem Hohen Ross. Also, wir haben auch eine wunderbare Phase, aber wird auch heute noch gekauft, aber in Zukunft haben wir doch keine Chance mehr. Und dann ist der Franzose gekommen, von der Rompoulon, der gesagt, non, c'est pas un problème. C'est la fibre de la France et puis les productions en France pour les chemises, etc. On a toujours. Wie heute auch in der Autoindustrie, haben sie auch so lange die Augen zu tun, oder sagen, wir sind la France. Aber ich habe gedacht, er sieht es auch falsch. Und der Lustigste war der Italiener. Der hat gesagt, ja, wir denken in Italien nicht so weit voraus. Wir leben vom Tag in anderen, oder? Und ich bin hier heim. Ich habe meiner Frau gesagt, wir haben keine Chance. Weil die einen sehen es nicht. Die Italiener schauen nur für den 5 anderen Tag und die anderen Visco Suisse und Rompoulant, ich glaube, die machen die Augen zu von der Realität und von der höchsten Frist die ganze Welt und kann es wahrscheinlich auch. Wir haben kein Geld und nichts. Und da habe ich den Entschluss gefasst und gesagt, wir gehen raus aus den Fasern. Und jetzt, wenn die ja Hemper produzieren im Fernen Osten, brauchen die ja die Fasern auch. Also stellen wir diese Anlagen an, mit unserem Wissen. Wir haben eine Firma gehabt, mit Ingenieuren und Chemikern, im Inventa. Die verkauft jetzt diese schlüsselfertige Anlagen. Wir bilden die Leute aus in Ems. Und die müssen auch keine Angst haben vor uns, weil wir gehen dann raus. Und das hat das Geld gegeben, um die anderen Produkte voranzutreiben, oder? Also am gleichen Abend haben Sie den Entschluss gefasst? Ja, das ist in diesen Tagen. Ja. Aber in diesen Tagen. Das war ein radikaler Entscheid. Ganz ein verrückter Entscheid war das. Aber jetzt müssen Sie wissen, heute, 2013, wir sind die einzige Firma Ems von all diesen Faserproduzenten, die überlebt hat. Also höchst hat das? Höchst gibt es nicht mehr. Das finden Sie nicht mehr auf der Landkarte. Das musste liquidiert werden. Ganz ein bäumiger Liquidator, der Dormann, der nach einem ABB gerettet hat und dann bei Sulzer war, der hat das gemacht, von dem habe ich ganz grossen Respekt. Das ist liquidiert und das war eine Firma, eine von der ganz grossen chemischen Firma in Deutschland. Die Schweiz, können Sie schauen, Visco Suisse, Emmenbrück oder die Viscose
In Wittnau, da im St. Galler Rietal, finden sie nicht mehr. Die sind stillgelegt, fertig, ist kaputt. Und in Frankreich und in Italien, da gibt es nicht mehr. Und jetzt, wenn mich einer fragt, wie Sie das letzte Mal gefragt, wo liegt denn die Erfolgschance von dieser Firma? Sie hat gefragt von heute, aber wenn jetzt einer fragt, wieso haben Sie das fertig gebracht? Weil ich kein Geld hatte. Das war meine Rettung. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich Geld hätte, hätte mir den gleichen Seich gemacht wie die anderen. Ja. Die Augen zu, und, oder? Es ist nicht schwerer zu ertragen als eine Reihe guter Tage. Darum habe ich nur Angst vor den Firmen, wenn es gut geht. Dem sage ich das auch, passet auf. Haben Sie Ihrer Tochter gesagt? Ja, natürlich. Und sie passt auch auf, oder? Ja. Jetzt ist noch interessant, Sie haben vorhin gesagt, eben, der Jack Welch war ein Mitbewerber. Jawohl, ja. Der ist jetzt Amerika die Überfigur von Industriellen. Haben Sie den selber dann mal noch? Ja, den habe ich jedes Jahr getroffen an der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Haben wir uns getroffen. Und er hat dann gesagt, ich bin ein höchst Latschi, dass ich das nicht gleich gemacht habe wie Sie. Er hat richtig überlegt. Er hat gesagt, die Synthesefaser da, das ist nichts. Mhm. Da müssen wir, die Amerikaner sind, das müssen wir stilllegen und eliminieren. Und, aber die haben schon interessante Sachen, weil wir natürlich schon am Suchen waren nach Neuem, oder? Aber es ist alles noch nicht gekommen, es ist länger gegangen, darum haben wir schlechte Ergebnisse gehabt und nicht können Dividende auszahlen. Und die hat ihn gereizt, aber nicht der Standort Thomas Thames, sondern das können wir natürlich mitnehmen, oder? Und er hat gesagt, wenn ich jetzt sehe, was ihm geworden ist, oder? Das hätten wir ja auch können machen. Und ich sage, nein, das glaube ich nicht, dass ihr das hätte können machen, so eine grosse Firma wie General Motors hätte das nicht können machen. Da hättet ihr nicht gehabt, den Mut und das Risiko, da einzugehen. Und heute bin ich mit der ganzen Familie nach China. Also meine Töchter, die jetzt in China tätig sind, die sind schon als kleines Kind mitgekommen. Und da ist China noch. Hat sie Stahlkuchen? Ja, weit hinten dran. Heute haben sie noch müssen, die Auto noch einfliegen von Hongkong. Ja. Hat sie kein Auto gehabt. In einer Stadt bin ich gewesen, wo ich mit dem Zug an bin. Da haben sie gesagt, da haben sie mich durch die Stadtregierung abgeholt. Sehe ich heute noch auf dem Perron, wie sie Freude haben. Jetzt kommt ein Schweizer investieren, muss sich das vorstellen. Das war für die Rettung. Und dann haben die mich mit dem Auto, also bei uns würde man sagen, mit dem Auto durch die Stadt durchführen. Das war für China eine kleine Stadt, 8 Millionen Einwohner. Da kommt einer mit einem Velo-Anhänger, dann ist man hinten reingesessen, oder? Man hat nichts anderes gehabt. Und das ist natürlich eine Befriedigung, das haben meine Kinder auch gesehen. Die Jüngste ist noch nicht mal in die erste Klasse gegangen und die Älteste, die... Das Jüngste ist... Trail. Trail, ja. Jawohl, und die jetzt Helm führt, das ist die Älteste gewesen. Und die haben auch den Businessplan gemacht für China. Mhm. Das ist der beste Businessplan, den ich am ersten Tag habe ich gesagt. Hört, jetzt, wir haben da natürlich Ingenieure und Chemiker mitgenommen, das war ein ganzer Tross gewesen, oder? Ein paar Autos hintereinander und übersetzen. Jetzt könnt ihr mal bei denen abklären, wie viele Einwohner hat China. Da haben den ganzen Tag Zeit, zu Abend, zu Nachtessen, sagt man jedem, wie viele. Da hat er gesagt, 1,34. Nein, das stimmt nicht. 1,28 hat er gesagt. Nein, einer hat gesagt 1,4 und so. Ich habe gesagt, gut, jetzt streiten wir nicht mehr weiter. Jetzt tun wir die Zahlen zusammenzählen. Jetzt teilen wir durch 4. Das kann die Erstklässlerin noch nicht. Aber die Sechstklässlerin kann das schon. Dann hat er ausgerechnet, dann hat das also irgend 1,3 Milliarden ungefähr gegeben. Am zweiten Tag habe ich gesagt, der Chinese hat nur ein Paar Hosen und ein Paar Hemd, nur ein Hemd. Der hat jeden Abend, die Chinesen sind sauber, die Hosen und die Hemd gewaschen und vor das Fenster gehängt. Wenn wir zu Abend durch die Stadt durchgefahren sind, haben wir immer können sagen, welcher Chinese ist schon im Bett. Mhm. Dort, wo das Fenster, wo das Hemd und die Hosen hängen. Und was will das Land, das aufgeht? Das war ja wirtschaftlich arm gewesen, oder, mit dieser Staatswirtschaft. Die sind in die Marktwirtschaft gekommen. Was wollen die? Zu essen und anlegen. Das ist klar. Ein zweites Hemd und ein zweites Paar Hosen. Also habe ich gesagt, jetzt müsst ihr abklären. Und zwar haben die nur Baumwollkleider gehabt. Baumwolle. Baumwolle wächst auf dem Boden. Und das sieht man, wenn 1,3 Milliarden doppelt so viel Baumwolle brauchen. Dann müssen die so viel Landpreis geben, wo sie nicht mehr haben für die Nahrung.
Die brauchen Synthesebasen, damit sie nicht so viel Baumwolle machen müssen. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr fragen, wie viel Gramm braucht es für ein paar Hosen und ein Blibli. Haben sie auch wieder verschiedene Zahlen gebracht, haben wir gesagt, da müssen wir auch wieder Durchschnitt bringen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir noch ausrechnen, wenn jeder ein paar Hosen und ein Hemd braucht, wie viele grosse Fabriken zur Produktion von Nylon und Polyester braucht es denn in den nächsten Jahren? Eine Anlage, wie wieder gesagt, macht 100.000 Tonnen, das war die Grösse, oder? Und jetzt haben wir alles. Und dann sind wir hier im Familienrat mit diesen Kindern und haben gesagt, gut, 120 Fabriken brauchen die. Dann habe ich gesagt, gut, und die bauen wir jetzt in den nächsten 20 Jahren. Und wir haben 117 Fabriken gebaut, so einen genauen Businessplan habe ich noch nie gehabt im Leben. Das ist eine schöne Geschichte, oder, zum sagen, wie einfach das an sich ist. Und sie haben aber dann noch mehr gebaut, also 120 hat nicht gelangt. Oder. Sie haben natürlich auch mehr als nur ein Hemd und ein paar Hosen mit der Zeit wollen. Und ich hatte dann auch Konkurrenten, die es gleich gemacht haben. Also. Aber das hat mir über den Weg geholfen. Und jetzt meine Tochter, die hat natürlich eigene, die hat 5 eigene Betriebe in China, wo sie produziert. Und das geben wir nicht zu den Händen aus. Oder? Das ist hochqualitative Kundschaft, da ist sie weltweit führend. Oder? Die ehemaligen Kinder von der Besitzerfamilie, haben Sie noch Kontakt zu denen? Was sagen die heute? Ja, hin und wieder. Also mit dem einen Sohn, mit dem zweiten, der das letzte Mal ist im Ausland, der hat sich gemeldet und so. Und wo auch das blöde Geschwätz war, da, der Tagesanzeiger, auch wieder einer gemacht. Da sind immer da die üblen Nachrufe. Der hat also einen Brief geschrieben und gesagt, warum sie es verkauft haben und so weiter. Und wir verkauft haben. Also. Das sind keine Bad Feelings umnehmen, oder? Ja, das ist, es sind 5 Kinder und andere 18 Erden. Wenn natürlich auch derjenige, der gesagt hat, ja, wenn ich schaue, wie es dir geht, haben wir es hier zu billig verkauft. Das ist aber immer so. Wenn sie mir etwas verkaufen, das Auto, und der andere tut es lackieren und macht und verkauft es nachher zum doppelten Preis, dann sagt, ja, das hätte ich jetzt auch können. Und, ja, gut, also, sie haben einen guten Preis bekommen für das Mal. Und das ist so, aber man hat auch etwas machen müssen. Also, wenn das nicht ein anderer übernommen hat und es nicht gemacht hat, wäre es nichts gewesen. Das haben ist Sie eigentlich alle? Unternehmen, man kann das, oder? Haben Sie alle Firmen mal besucht, die 120? Sind Sie jeder einmal gesehen? In der, ja. Ah. Jawohl, ja. Ja. Na, ja, ich bin natürlich. Gibt es auch Lieblingsfirmen in China, wo Sie am liebsten sind? Ja, am liebsten gehe ich die erste. Und wo ist die? Ja, die erste Firma ist auch eine interessante. Wir haben Chinesen gut gekämpft von Taiwan her, weil Taiwan ist natürlich früher noch offen gewesen. Und so, da in Taiwan sind alte Chinesen gewesen, die noch geflohen sind, Chiang Kai-shek, oder? Die sind mit der Nähmaschine sind die geflohen. Sind heute die grössten Faserproduzenten der Welt, wo wir ihnen auch die Anlagen gebaut haben. Und der Chinesen, wenn man mal das Vertrauen hat, hat man es mit dem Chinesen sehr gut. Wir dürfen nicht über den Tisch ziehen. Mit denen bin ich heute noch befreundet, die schreiben mir auf die Weihnachten und so, oder? Und in Asien gelten ja die alten Leute etwas. Also überall sind alte Leute an der Spitze der Firmen, Präsidenten und so. Das war immer ein bisschen ein Nachteil für mich. Die haben immer gesagt, dass der Junge, der da kommt. Aber der ganze Junge, was, das sollte der Eigentümer sein, der Präsident, oder? Aber dort habe ich, und da hat mir einer von diesen Alten gesagt, wo China aufgegangen ist, ich will doch in mein Mutterland wieder investieren. Das ist doch mein Mutterland. Aber wir können nicht. Da ist China hat keine Investitionen zugelassen von den Taiwanesen. Weil sie beanspruchen ja heute noch das Gebiet, ja. Oder? Aber sie lassen heute Investoren von Taiwan zu. Also das ist nicht mehr, Menschen sind hoch akzeptiert. Und dann habe ich gesagt, das ist ja einfach, ich kann doch investieren. Ich investiere, sie sagen mir, was sie brauchen, ich investiere für sie. Und sobald China Taiwanese zulässt, kaufen sie mir die Fabrik ab. Oder? Und da habe ich eine Fabrik gebaut, das war die erste in China. Wunderschön, mit Pagoden, mit Schwimmbad, in dem armen China, wo man das gesehen. Da ist natürlich
keine Ahnung, Gouverneure schauen und denken, wir wollen da so eine Fabrik, oder? Das war dann der Anfang gewesen, oder? Und diese Anlage habe ich heute noch eine grosse Freude, weil sie noch dort steht. Das ist ein bisschen sonderbar, eben, weil es so eine Anlage drumherum hat. Aber zum Zeigen, und die hat auch gerade von Anfang an gute Qualität gehabt, das war natürlich auch der grosse Vorteil gewesen, oder? Also ein spannender Einblick auf den Anfang der EMS in den 83 bis 90 etwa, ja. Wir können das Thema sicher wieder mal vertiefen in dieser Sendung. Das war eine außergewöhnliche Teleblocher-Sendung. Ich habe mich gefreut, das Wetter ändert jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, jetzt kommt langsam das Gewitter, wenn man das Gefühl hat. Ja, kommt jetzt ein bisschen gewittern. Das ist ja, ein Sommer ist ja gewitterig, muss ja so sein. Muss so sein. Aber ein schöner Sommer. Ja. Also wünsche ich Ihnen auch, und das war eine weitere Folge von Teleblocher. Nächste Woche ganz klar wieder auf dieser Station. Und bis dann.